Herzlich willkommen zu unserem Thema Nummer 13 des Seminars Wie führe ich mein Kind? Dieses Seminar gehört zu dem Buch von Ellen White, Wie führe ich mein Kind? Und ich kann euch immer nur empfehlen, dass ihr zu Hause das euch auch durchlest, das studiert, vorher euch damit beschäftigt, dass man schon mal weiß, worum geht es da, oder auch im Nachhinein nochmal anschaut, um zu sehen, naja, was war jetzt mir wichtig gewesen, was kann ich da mitnehmen? Und dass wir auch nach dem Thema auch ins Gespräch kommen über diese Dinge, wie man mit diesen Dingen praktisch so umgeht. Heute ist Thema Nummer 13, körperliche Entwicklung ist elementar wichtig. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen zu einem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du unser gnädiger, gütiger Gott bist, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns liebst, und dass du das Beste für uns möchtest. Wir danken dir, dass wir Kinder haben dürfen, die du uns anvertraut hast, dass wir sie zu dir führen dürfen, dass wir sie so führen können, dass sie auch brauchbare Menschen in dieser Gesellschaft werden, aber auch vor allen Dingen dich im Herzen lieb haben und auch in der Ewigkeit mit uns gemeinsam bei dir sein dürfen. Wir bitten dich jetzt, dass du in dieser Stunde bei uns bist, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass das, was wir jetzt hören, dass wir es aufnehmen können, bewegen können und auch in die Praxis umsetzen können. So sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Wir haben also Teil 13. Die körperliche Entwicklung ist elementar wichtig. Beim letzten Mal ging es um die Schulen, warum Gemeindeschulen wichtig sind. Heute, das Thema war sehr lang das letzte Mal, heute ist das ein bisschen kürzer, das Thema. Da geht es um die Frage, was ist mit der körperlichen Seite der Entwicklung und der Erziehung? Und da haben wir heute 4 Themen. Nummer 57, körperliche Bewegung und Gesundheit. Thema 58, Erziehung für das praktische Leben. Thema 59, die Lehren eines nützlichen Handwerks. Und Thema 60, die Gesetze des Lebens kennen und beachten. Fangen wir gleich an mit Thema 57. Dort heißt es, ich fange mit einem Zitat an, aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 188. Kinder sollten viel in der frischen Luft sein und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freizeit und Arbeit haben, damit sie gesund, freudig und vital sind und Muskeln und Gehirn sich gut entwickeln. Ein schönes Zitat. Ich denke, wenn man Kinder fragen würde, dann würden die das sofort bejahen. Denn Kinder sind normalerweise gerne draußen, in der frischen Luft, dass sie rumspringen können und sie beschäftigen können mit irgendwelchen Dingen, die wichtig und die sie spannend finden. Und vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Freizeit und Arbeit ist wichtig. Wenn Kinder zu viel Freizeit haben, dann wird ihnen irgendwann langweilig und dann fangen sie an, auf dumme Gedanken zu kommen und irgendwas zu machen, was nicht gut ist. Wenn Kinder zu viel Arbeit haben, dann fühlen sie sich eingeengt. Und Kinder brauchen auch Zeit, wo sie selbst entscheiden können, was sie machen wollen, wo sie Freizeit haben. Aber natürlich, man sollte auch überlegen und gucken, was machen sie in ihrer Freizeit? Wenn sie in ihrer Freizeit nur vor dem Computer sitzen oder Computerspiele machen oder nur Filme gucken, ist das auch nicht so ideal. Deswegen, gerade wenn Kinder in die Schule gehen, es ist wichtig, dass sie auch den Ausgleich haben, körperlicher Ausgleich, dass sie sich bewegen und körperlich aktiv sind. Und dann können sie gesund sein, freudig sein und vital. Und die Muskeln und das Gehirn sich entwickeln. Die Muskeln, das heißt, wenn die Muskeln benutzt werden, dann werden sie stärker. Und das Gehirn natürlich auch, dass sie auch gewohnt sind zu denken und auch scharf zu denken. Ja. Die Zeit der Kinder sollte gut ausgefüllt sein. Also man sollte den Zeitplan der Kinder kennen und schauen, dass die nicht einfach rumsitzen und nichts zu tun haben, sondern dass sie auch gerne etwas tun, dass man weiß, jetzt spielen sie oder jetzt basteln sie oder jetzt machen sie Hausaufgaben oder jetzt, dass man genau weiß, was gerade dran ist, was sie machen. Geistige Arbeit und körperliche Bewegung sind wichtig. Geistige Arbeit haben sie in der Schule ja schon. Natürlich haben sie dann Hausaufgaben auf oder auch andere Dinge, auch noch Dinge zu lernen.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass Kinder den Ausgleich, die körperliche Bewegung haben. Das ist wichtig, weil Kinder haben einen Bewegungsdrang. Und damit der Körper stark wird, müssen sie sich auch bewegen und auch ihre Muskeln mal gebrauchen. Sowohl die Beinmuskeln zum Laufen als auch die Armmuskeln für irgendwelche Tätigkeiten, die sie denn tun. Deswegen ist übrigens Garten aber ideal dafür, weil im Garten, da werden alle Körperteile und alle Muskeln gebraucht. Das kann durchaus manchmal auch anstrengend werden, wenn man Sachen trägt oder umgräbt und viele Sachen macht oder Rasen mäht. Das hat durchaus auch schon körperliche Herausforderungen. Es ist beides wichtig, dass es eine Ausgewogenheit ist an der Stelle. Muskeln, die wir nicht nutzen, erschlaffen. Das bedeutet, das merkt man zum Beispiel, wenn man einen Gips hat, wenn man ein Bein im Gips hat oder einen Arm im Gips oder das Knie oder die Schulter oder irgendwas, dann werden die Muskeln, wenn man die ein paar Wochen den Gips dran hat, dann werden die Muskeln schlaffer und man muss dann danach erst wieder die Muskeln aufbauen, damit die Muskeln wieder stark werden und man wieder die Körperteile richtig gebrauchen kann. Das ist für Kinder natürlich auch wichtig, dass die Kinder ihre Muskeln auch ausgewogen und auch alle gebrauchen und auch da das einsetzen. Denn sie können nur dann wachsen und auch körperlich gesund sein, wenn sie auch sich bewegen und aktiv sind. Die Glieder erstarken durch ihren Gebrauch. Und wir wollen, dass unsere Kinder starke Glieder haben. Denn nur durch starke Glieder können sie auch in ihrer Gesundheit gut stark sein und wenn sie gesund sind, dann können sie auch gut denken. Und wenn sie gut denken können, dann können sie auch gute Beziehungen zu Gott haben, auch geistlich. Das hat alles einen Einfluss auf das andere. Frische Luft ist für die Lunge so wichtig wie die Nahrung für den Magen. Wir müssen immer wieder was essen, weil wir für unseren Stoffwechsel, für unsere Verdauung brauchen wir Nahrung, dass wir daraus Energie gewinnen. Und so braucht aber auch die Lunge Luft. Und es gibt Luft, die in den Räumen ist und es gibt Luft, die frische Luft, die außerhalb ist. Die in den Räumen, die Luft, die ist meistens positiv geladen, das ist aber an der Stelle nicht gut, weil die negativ geladene Luft, die draußen ist, die negativen Ionen, die sind eigentlich das, was auch unserer Lunge hilft, was uns gut tut, wo mehr Sauerstoffgehalt drin ist. Und deswegen sollte man übrigens auch gut lüften, auch in den Räumen, dass man auch so genug Sauerstoff hat und auch genügend negativ geladene Ionen. Aber umso wichtiger ist auch, dass man nach draußen geht. Das heißt, dass man draußen frische Luft hat, natürlich auch Sonnenschein dabei und auch sonst Bewegung dabei. Aber dass auch die Kinder natürlich sich an der frischen Luft bewegen. Besonders die Schüler brauchen viel körperliche Bewegung. Warum? Studenten übrigens auch. Weil Schüler und Studenten sehr viel sitzen zum Lernen und deswegen müssen sie umso mehr sich körperlich bewegen als Ausgleich. Deswegen sollten die Eltern darauf achten, dass die Kinder, wenn sie Freizeit haben, dann nicht auch noch sitzen und irgendwas machen, sondern dass sie dann auch sich bewegen. Natürlich können sie auch Hobbys haben, wo sie auch was sitzen machen, aber es sollte nicht nur sein, es sollte eben auch körperliche Betätigung sein, dass sie körperlich stark werden. Zu viel studieren schwächt den Körper. Alles, was ich tue und übertreibe, ist nicht gut. Wenn ich gar nicht meinen Kopf anstrenge, dann bleibe ich und werde ich dumm. Wenn ich meinen Kopf zu viel anstrenge, dann ist es einseitig. Und diese Einseitigkeit führt dazu, dass mein Kreislauf nicht gut ist, dass meine Verdauung nicht gut ist, dass der ganze Körper dadurch geschwächt wird. Deswegen sollten wir sehr darauf achten, dass wir uns genügend bewegen, dass wir einen Ausgleich haben, unsere Kinder natürlich umso mehr. Das Blut geht dann ins Gehirn, der Kreislauf gerät aus dem Gleichgewicht. Das gilt übrigens auch immer dann, wenn wir zum Beispiel kalte Füße und kalte Hände haben, weil dann auch der Blutkreislauf nicht so gut funktioniert und das Blut geht dann ins Gehirn und das staut sich dann und das ist nicht gut. Dann kann man nicht so gut denken, dann geht der Kreislauf nicht so gut und deswegen sollte man auch gucken, dass man zum Beispiel auch immer seine Arme und Beine bedeckt hat, dass auch hier die warm gehalten sind und dass der Kreislauf besser funktioniert. Aber es gilt natürlich auch, wenn man sich zu wenig bewegt, stockt das Blut auch und es hat viele
negative Auswirkungen. Oder man kann auch andersrum sagen, wenn wir uns mehr bewegen, dann haben wir eine bessere Verdauung, besseren Schlaf, psychisch fühlen wir uns besser, weil Bewegung auch Endorphine freisetzt und man fühlt sich besser. Und die Muskeln werden aufgebaut und auch gerade für Kinder ist Muskelaufbau wichtig, dass sie genügend Muskeln haben und auch wachsen können denn dadurch. Faulheit und Trägheit sind der größte Fluch für Kinder. Wenn die Eltern den Kindern erlauben, immer nur rumzusitzen und nichts zu machen, oder wenn sie schlechte Freunde haben und sich irgendwo dann mit der Gruppe, mit der Clique treffen und dann immer nur rumhängen und nichts machen, ist das, ja, das ist ein Fluch, weil sie dann sich Dinge ausdenken und Dinge tun, die sie hinterher bereuen, die also nicht zum Guten führen. Deswegen sollte man gucken, dass Kinder was zu tun haben, dass sie nicht, dass ihnen nicht langweilig wird. Gesunde, nützliche Arbeit wird ein großer Segen für sie sein und Bildung guter Gewohnheiten fördern. Ja, gesunde, nützliche Arbeit ist natürlich auch besonders gut, wenn sie draußen ist, zum Beispiel im Garten. Ein Garten ist wirklich eine Goldgrube, weil da kann man sich bewegen, da kann man alle Muskeln gebrauchen, da kann man kreativ sein, da sieht man auch gleich die Früchte seiner Arbeit, wenn man also mal, was ich, das Unkraut weggemacht hat, wenn man Büsche beschnitten hat, wenn man Rasen gemäht hat, wenn man umgegraben hat, dann sieht man, was man geschafft hat oder Laub gekehrt hat. Oder wenn man Himbeeren gepflückt hat oder was auch immer, dann sieht man, was man geschafft hat. Und das gibt auch eine Befriedigung. Ja? Und deswegen, man hat dann gleich körperliche Arbeit, man hat einen Nutzen dabei und man hat auch gleichzeitig eine Befriedigung. Und das ist gut. Und dadurch werden auch gute Gewohnheiten gefördert. Ja? Dass man auch, wenn die Kinder nachher älter werden, dass sie dann auch nützlich sind für sich selbst und für die Gesellschaft. Die Kinder sollten freudig die Lasten des Alltags mit ihren Eltern tragen. Es ist oft so, dass der Alltag genügend Druck hat, genügend Last hat. Und wenn nur die Eltern oder nur die Mutter vielleicht die Last trägt und die Kinder immer nur machen, was sie wollen, spielen und rumtoben und der Vater vielleicht auch nur macht, was er will und irgendwie, das ist nicht gut, sondern man sollte gemeinsam die Lasten tragen, dass man die Arbeit aufteilt, dass jeder in der Familie ja, das genau weiß, das habe ich zu tun und das hat er zu tun, dass man das dann so regelt und dass ich auch gegenseitig helfen kann eventuell, wenn der andere mal nicht zurechtkommt oder das nicht schafft, aber dass man gemeinsam die Lasten des Alltags trägt. Und da sollten Kinder auch lernen, diese Lasten schon mitzutragen, dass sie dann auch wissen, wenn ich das jetzt mache, dann ist das nicht, weil ich das machen muss, sondern weil ich dadurch meiner Mutter Arbeit abnehme, dass es leichter für sie ist, dass es einfach ja, gut ist, das zu tun. Und es gibt auch eine gewisse Befriedigung, dass Kinder sich wichtig fühlen, dass sie merken, ich werde gebraucht und es ist, ja, ich kann einen großen Beitrag dazu beitragen für die ganze Familiensituation. Es ist gut, wenn die Kinder nach der Bewegung müde sind. Manchmal denken die Mütter, naja, weil meine Kinder jetzt ausgepowert sind und müde sind, das ist das Schlimme, das darf nicht sein. Aber nein, im Gegenteil, wenn Kinder mal sich richtig ausgetobt haben oder mal draußen in der frischen Luft sich bewegt haben und gelaufen sind, das ist gut, wenn die Kinder auch mal an ihre Grenzen kommen, wenn sie auch mal wirklich ihre Muskeln wirklich bis zur Höchstleistung auch mal bringen. Das kann man im Sport machen, das kann man aber auch bei anderen Dingen machen, die man draußen, wenn man rumläuft oder ja, dass Kinder auch gerne rennen und sich bewegen. Und es ist gut, wenn sie müde sind. Dass diese starke Bewegung setzt Endorphine frei im Gehirn, dass die Kinder sich besser fühlen, sie können ja gut schlafen, die Verdauung funktioniert besser und das ist eigentlich in allen Bereichen nur gut. Auch der Kreislauf ist natürlich viel, viel besser dann. Das ist für Kinder generell ist Bewegung sehr wichtig. Man sollte für die Kinder nicht nur darauf achten, dass sie gesunde Nahrung haben, sondern gute Bewegung, ausreichende Bewegung ist genauso wichtig für die Kinder. Armut ist oft segensreich. Ich denke, diesen Satz würden nur wenige unterschreiben, weil wer ist schon gerne arm? Wir sind doch alle gerne, dass wir genügend Geld haben, dass wir nicht rechnen müssen, dass es gut reicht für unser Auskommen. Aber was damit gemeint ist, ist Folgendes.
Wenn man arm ist, dann ist man mehr gefordert, sind auch die Kinder mehr gefordert, mitzuhelfen, sich mehr einzubringen. Auch Jesus, als er auf dieser Erde war, war in einer sehr armen Familie. Und er war gefordert, sich mit einzubringen, seine Mutter zu unterstützen, seinen Vater auch dort in der Werkstatt zu unterstützen. Und das war gut. Dadurch hat man keinen Müßiggang. Man hat keinen Leerlauf, wo man vielleicht irgendwelche sich was Dinge sich ausdenkt, die nachher in die Kriminalität nachher sich auswüchsen können. Deswegen, auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass wenn jemand sehr reich ist, dass er manchmal seine Kinder von praktischer Arbeit fernhält. Dass er sagt, na komm, du musst doch jetzt nicht hier Staub wischen und dann noch nicht putzen. Wir haben noch dafür die Bediensteten, die das machen. Ja, das heißt aber, Kinder sollen aber auch lernen, auch praktisch mit anzupacken und mitzuhelfen. Armut verhindert, dass die Jugendlichen durch Untätigkeit verdorben werden. Untätigkeit ist nicht gut. Es gibt einen Spruch in Deutschland, der heißt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das heißt, dass wenn man nichts zu tun hat, dann kommt man auf dumme Gedanken und wenn man sie ausführt, die dummen Gedanken, dann kann das nachher böse enden. Das ist zum Beispiel auch so, wenn manchmal eine Firma, der Vater hat eine Firma aufgebaut und hat sie dann vielleicht großgezogen und dann sind sie immer mehr geworden, 10, 20, 50, 100 Mitarbeiter. Und wenn dann der Sohn die Firma übernehmen soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass der Sohn studiert und dann gleich in die Chefetage einsteigt und die Firma übernimmt. Oder, und das machen sehr viele Firmen und das ist auch gar nicht so dumm, dass der Sohn eine Lehre macht in der Firma und dann von unten sich auch hocharbeitet und dann nachher Geselle wird und nachher und so weiter. Und dann, wenn er dann nachher die Firma übernimmt, dann weiß er genau, wie der Laden läuft. Er weiß, wie die Mitarbeiter denken, er weiß, wie das und das funktioniert. Er hat Einblick in die ganze Sache und dass er auch die Belegschaft nicht von oben herab behandelt, sondern dass er ja, als einer von ihnen auch da ist. Deswegen, es ist nicht verkehrt, wenn auch reiche Leute und Kinder von reichen Leuten auch körperlich aktiv sind und auch mal einen unteren Weg gehen. Jugendliche müssen ihre überschäumende Energie eine Betätigung finden. Jugendliche haben Energie und sie sind auch kreativ und sie wollen das irgendwie auch loswerden. Und da muss man eben auch gucken, wo können sie das loswerden. Es ist manchmal gut, wenn sie auch Sport machen oder auch wenn sie andere Dinge, Hobbys haben, draußen in der frischen Luft, wo sie dann auch sich bewegen. Das ist wichtig. Aktiv werden sie in jedem Fall, ob gut oder böse. Das heißt, wenn ihnen langweilig wird, dann denken die Jugendlichen Dinge aus und irgendwas machen sie immer. Da haben sie vielleicht eine Clique irgendwo und dann, was weiß ich, dann kaufen sie sich ein Moped und fahren mit dem Moped durch die Gegend oder hängen nur rum oder wie auch immer oder machen sie irgendwelche dummen Streiche. Das heißt, wenn die Jugendlichen aber sich jetzt gute Dinge ausdenken, die sie tun wollen und das proaktiv auch machen, dann sind sie davor geschützt, dass sie vielleicht irgendwelche Dinge tun, die sie nachher bereuen würden. Wenn ihr Alltag und auch ihre Freizeit aber nicht ausgefüllt ist mit guten Dingen, guten Aktivitäten, dann kommt es ganz schnell, dass Satan ihnen irgendwelche Einflüsterungen gibt und dass sie irgendwelche Dinge tun, die am Ende böse enden. Deswegen sollte man auch schon bei Kindern und bei Teenies schon darauf achten, dass ihre Zeit gut ausgefüllt ist mit positiven Dingen und dass sie auch immer genügend Ideen haben, was sie noch machen können, was ihnen selbst Spaß macht, was sie gerne machen, was zum Guten dient und auch allen nützlich ist. Ja, das nächste Kapitel, Kapitel 58, Erziehung für das praktische Leben. Adam und Eva sollten den Garten Eden pflegen. Das trug zu ihrem Glück bei. Als Gott sie geschaffen hat, hat er sie in den Garten Eden gesetzt. Und da hatten sie die Aufgabe, den zu bewahren und zu bebauen, zu pflegen. Warum war das gut? Sie hatten was zu tun, sie konnten kreativ sein
Sie konnten die Früchte ihrer Arbeit sehen. Es war gleich was Gutes auch, dass sie dann auch davon profitieren konnten. Und vor allen Dingen, wenn man was zu tun hat, wenn man Arbeit hat, das ist wichtig. Und Arbeit ist ein Segen. Auch wenn Arbeit vielleicht manchmal uns müde macht oder wir erschöpft sind. Aber Arbeit ist schon was Gutes. Arbeit ist etwas, was uns zum Segen wird und auch für die wir etwas gemacht haben. Auch Jesus hat das Prinzip so umgesetzt. Jesus war gehorsam und hilfsbereit. Er hat seinen Eltern gerne geholfen, als Kind schon und nachher natürlich als Erwachsener umso mehr. Das heißt, er ist seine Mutter zur Hand gegangen und hat ihr geholfen, wo es notwendig war. Auch das, Jesus war in seiner Kindheit oder in seiner Jugendzeit sehr arm. Er ist in einem sehr armen Elternhaus aufgewachsen und dadurch hatte er auch nicht viel Freizeit. Das heißt, dass er von Kindheit an mithelfen musste, damit die Familie über die Runden kam. Und Jesus hat dann als Zimmermann gearbeitet und das ist durchaus eine schwere Arbeit. Große Balken zu tragen und ein Dach zu decken oder Wände aufzubauen und Jesus hat das aber, deswegen war Jesus sicherlich auch körperlich sehr stark und er hat das gerne gemacht, aber hier sehen wir auch, dass Jesus eigentlich von seiner Kindheit an bis zum 30. Lebensjahr, ungefähr 15, 20 Jahre, hat er als Zimmermann gearbeitet. Und nur 3,5 Jahre hat er dann als Rabbi, als Messias gewirkt, wo er gelehrt hat, geheilt hat, Menschen geholfen hat. Aber die Zeit des Zimmermanns war viel länger. Und das zeigt uns, dass es Gott wichtig ist, dass wir auch handwerklich aktiv sind. Dass das Handwerk einen hohen Stellenwert hat. In der heutigen Gesellschaft ist das eher nicht so. In der heutigen Gesellschaft ist es so, dass die Berufe, wo man studieren muss, wo man mit dem Kopf arbeitet, die sind sehr gefragt. Ein Arzt oder Ingenieur oder Rechtsanwalt oder was auch immer man macht mit dem Kopf. Aber dass die Berufe, wo man mit der Hand arbeitet, dass die immer weniger gefragt sind. Bis hin zur Hausfrau, die ja auch sehr viel mit der Hand arbeitet, und das in der Gesellschaft fast gar nicht irgendwo anerkannt ist. Und wenn man fragt, was machst du denn? Und die Frau sagt, ja, ich bin Hausfrau, dann sagt manchmal, kommt manchmal so der Satz, ja, nur Hausfrau, machst du sonst nichts? Aber es ist natürlich auch ein Job, der auch sehr herausfordernd ist und wichtig ist. Aber hier sehen wir, dass Gott auch durchaus möchte, dass wir praktische Arbeit tun, die für das praktische Leben wichtig ist. Jesus war als Handwerker ebenso perfekt, wie sein Charakter vollkommen war. Jesus war nicht nur auf der moralischen Seite, dass er ohne Sünde war und nicht gelogen hat und nicht gestohlen hat und so weiter und sich um andere gekümmert hat, sondern auch seine Arbeit, die er gemacht hat, war gut. Er hat sie gut abgeliefert. Er hat da nicht krumm und schief gesägt und gemacht, sondern er war pünktlich, zuverlässig und hat da alles gut geschafft und gut gemacht. Ja. Die Jugend muss lernen, das Leben ernsthafte Arbeit, Verantwortung und Fürsorge bedeutet. Das Leben ist nicht nur, dass es so einfach leicht von der Hand geht und nur Spaß und Spiel ist. Wenn man ins Fernsehen reinguckt, dann hat man manchmal den Eindruck, dass da immer nur über hier eine Show und da eine Show und alles Mögliche, dass die Freizeit irgendwo man die Zeit totschlägt. Aber nein, das Leben ist ernsthafte Arbeit. Und gut, wenn die Jugendlichen von klein auf, Kinder von klein auf daran gewöhnt sind, auch ernsthaft mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Verantwortung. Verantwortung heißt, dass ich Verantwortung übernehme. Dass ich mir überlege, wie kann ich das lösen und auch für das Ergebnis verantwortlich bin. Und Fürsorge heißt, dass ich auch an andere denke. Das hat Jesus auch in seiner Jugendzeit schon übernommen. Er hat hart gearbeitet, er hat Verantwortung übernommen, auch als sein Vater oder sein Stiefvater Josef gestorben ist. Und dass er auch für andere gedacht hat und für andere gelebt hat und sich um andere Menschen gekümmert hat. Ja, körperliche Arbeit hat nichts Entwürdigendes. Manchmal kam das so in der Gesellschaft auf, dass man sagte, naja, das ist doch nur körperliche Arbeit. Aber nein, das ist was Wichtiges. Ja, und
so dass es etwas ist, was man braucht, was notwendig ist, auch im Haushalt. Ja? Arbeit adelt, auch beim Wäschewaschen und beim Geschirrspülen. Selbst bei solchen Kleinigkeiten. Manchmal ist es auch wichtig, mit welcher Einstellung man das macht. Wenn man jetzt nur das aus mit einem langen Gesicht macht und weil man das nicht gerne macht und so weiter, das ist nicht gut. Man sollte die Arbeit, die man macht, gerne macht. Ein Sprichwort sagt, glücklich ist nicht der, der das tun kann, was er will, sondern der, der das, was er tun muss, gerne tut. Und das ist nun so. Wenn alle Menschen nur das tun könnten, was sie wollten, dann würden die Menschen nicht glücklich werden. Aber wenn das, was dran ist, was wir tun müssen, wenn wir das gerne machen, und das ist auch etwas, wo wir auch mit dran arbeiten können, wie unsere Einstellung dazu ist, das ist etwas, was uns dann befriedigt. Und es ist auch wichtig, dass wir auch dann, auch vor unseren Kindern, zeigen, dass wir die Arbeit gerne machen. Wenn die Kinder merken, dass wir ein langes Gesicht haben dabei, wenn wir irgendwas machen müssen, dann werden die auch diese Arbeit nicht gerne machen. Dann werden sie auch vor der Arbeit drücken. Aber wenn sie sehen, dass wir das gerne tun und mit einem Lied auf den Lippen, dann werden sie auch das Gleiche tun und auch Freude dabei haben. Reichtum ist ein Fluch, wenn Kindern der Weg versperrt wird, praktisch zu arbeiten. Deswegen sollten die Kinder auch von reichen Leuten lernen, auch mit anzufassen. Und auch Dinge zu tun, die vielleicht normalerweise unter ihrer Würde sind, aber die, ja, wo sie auch sich einbringen können. Auch im Haushalt mithelfen können, auch wenn sie vielleicht Bedienstete haben. Ja. Die Mutter sollte ihren Kindern nicht alle Arbeit abnehmen. Das ist manchmal das Problem von sehr geschickten Müttern, die sehr gut sind und sehr schnell sind, dass sie dann sagen, okay, wenn ich das mache, geht das viel besser und viel schneller und auch viel sorgfältiger und sauberer, das mache ich jetzt. Aber Kinder sollen lernen, auch mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Und deswegen sollte man auch delegieren. Der Vater sollte Teile mit übernehmen im Haushalt und auch die Kinder, dass die Mutter entlastet wird. Ja, ermutigt die Kinder zum Fleiß. Wie kann man sie ermutigen dazu? Erstens, dass man sie lobt, wenn sie etwas getan haben. Und zweitens, dass man ihnen selbst ein Vorbild ist, dass man fleißig ist. Wenn die Kinder sich zum Beispiel sehr angestrengt haben, irgendwas gemacht haben, sie haben vielleicht stundenlang was gebastelt und haben sich sehr viel Mühe gegeben und haben da sich überlegt und das gemacht und so weiter. Und dann am Ende kommen sie und zeigen dir das. Und wenn du sagst, naja, war ja schon ganz gut und fertig, und dann sind sie enttäuscht. Und dann denken sie, hat sich das überhaupt gelohnt, so viel Arbeit da reinzustecken und so viel Energie. Aber wenn man denn das beachtet und das sie dafür lobt und die Anerkennung zeigt, dann fühlen sie sich bestätigt. Dann merken sie, das war wichtig, was ich gemacht habe, das war gut, was ich gemacht habe. Und das lohnt sich, zum nächsten Mal es wieder so zu machen und vielleicht noch mehr Energie und noch sorgfältiger das zu machen. Deswegen, Lob kann Kinder sehr ermutigen, in die richtige Richtung sich zu bewegen und das Gute auch zu wollen und zu tun und auch gerne zu tun. Natürlich heißt es auch, dass ich auch selber gerne fleißig bin. Und wenn die Kinder merken, dass es etwas Gutes ist, dass die Eltern gerne auch fleißig sind, dann wird das bei ihnen ähnlich sein. Dann ist auch niemand im Haus überlastet. Oftmals ist es so, dass die Mutter überlastet ist. Vor allen Dingen, wenn die Kinder überhaupt nicht mithelfen. Vielleicht sogar, wenn sie nur Jungens hat, die dann alle sagen, naja, komm, kochen und abwaschen und das ist alles nichts für mich und Staubwischen auch nicht. Und man muss die Mutter alles machen. Das ist nicht gut. Die Mutter ist ja nicht die Sklavin der Familie, sondern jeder hat Verantwortung mitzutragen. Und auch die Jungs sollen im Haushalt mithelfen und Verantwortung übernehmen. Und wenn der Vater mithilft und die Kinder mithelfen, dann ist die Mutter nicht überlastet und dann kann das auch alles gut gemanagt werden. Die Mütter sollten ihren Töchtern Folgendes beibringen. Und zwar, das sind so ein paar Dinge, die einfach wichtig sind, die die Kinder von zu Hause lernen sollten. Natürlich kann man in der Schule das noch weiter verbessern oder auch selbst sich da noch weiter wachsen. Aber man sollte da beginnen, zu Hause, bei der eigenen Mutter. Das Kochen. Kochen, Schneidern und Nähen. Beim Kochen ist es wichtig. Warum? Weil die Kinder schon von klein auf gerne kochen und sie auch gerne essen und dann auch schon gleich lernen, wie man diese Dinge zubereitet und dann auch gut kochen kann.
Denn Kinder sollen ja auch Spaß dabei haben bei diesen Dingen. Schneidern und Nähen ist heute vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wie es vor 100 Jahren war. Damals hat man noch sehr viel mehr Kleidung sich selbst geschneidert oder auch Sachen ausgebessert. Und heute ist das zwar auch noch gut, wenn man das kann, aber es hat nicht mehr den hohen Stellenwert wie damals. Aber es ist gut, wenn man da auch hier handwerklich geschickt ist. Aber die Kinder, die Mädchen sollten noch mehr können. Sie sollten auch lernen, zum Beispiel zu reiten. Oder ich stand auch dabei, eine Kutsche anzuspannen. Natürlich, heute ist das nicht mehr so, dass wir da mit Kutschen durch die Gegend fahren. Deswegen habe ich das mal übertragen. Ich habe anstelle von Reiten auch in Klammern Autofahren dazu geschrieben. Wenn Ellen White heute leben würde, würde sie sicherlich sagen, die Mädchen sollten auch Autofahren lernen. Oder auch vielleicht sogar auch einen Reifen wechseln können, wenn Mama einen Platten hat. Das heißt, es ist für Mädchen nicht unter ihrer Würde, dass sie auch mal eine Säge und Hammer, Rechen und Hacke zur Hand nehmen und wissen, wie sie das gebrauchen können, wie sie damit umgehen können. Denn sicherlich ist es meistens so, dass der Vater zuständig ist für solche Reparaturen oder für irgendwelche handwerklichen Dinge. Aber es ist nicht verkehrt, wenn auch Mädchen, wenn sie dann älter werden und junge Frauen sind, wenn sie das auch können und wissen, damit umzugehen. Auch die Jungs sollten im Haushalt helfen. Und zwar zum Beispiel, und das stand hier auch in dem Buch mit drin, Betten machen, Zimmer aufräumen, Geschirr spülen, Mahlzeiten zubereiten, Kleidung waschen, Kleidung ausbessern, putzen, Staub wischen und man könnte sicherlich noch die Liste beliebig verlängern. Dass also die Mutter entlastet wird und die Kinder auch ein Teil dessen tragen, was alles so anfällt. Und dass auch die Kinder das gerne machen. Manche Sachen, die sind dann manchmal lästig, wenn man sie jeden Tag machen muss und immer wieder anfallen. Aber dass sie dann auch gelernt haben, da mitzuhelfen und mitzumachen. Und wenn sie das hier schon gelernt haben, bei sich zu Hause, dann werden sie später, wenn sie dann selber heiraten, auch ihrer Ehefrau helfen, auch mit Verantwortung zu übernehmen und da auch nicht alles nur auf die Frau abwälzen. Ja, hier ein Ratschlag, was Ellen White den Kindern sagt, was sie mal tun sollten. Eine ganz praktische Sache. Sie sagt, Kinder, setzt eure Mutter mal in den Sessel und bittet sie, euch zu sagen, was ihr als erstes tun sollt. Also mit anderen Worten, dass man sagt, komm Mutter, du hast ja so viel gearbeitet, jetzt setz dich mal eine Viertelstunde hin und jetzt mach ich mal. Und sag mir jetzt, was ich jetzt tun soll. Vielleicht, was die Mutter selbst gerade machen wollte oder gemacht hätte, dass dann die Kinder das machen und der Mutter Arbeit abnehmen und die Mutter sich mal hinsetzen kann und sich mal eine Viertelstunde ausruhen kann. Denn manchmal ist es so, dass in großen Familien die Mutter so immer von morgens bis abends nur aktiv ist und hin und her hastet und nicht mal zwischendurch eine kleine Zeitspanne findet, wo sie sich mal ausruhen kann. Aber es ist notwendig. In dem ganzen Stress ist es wichtig, dass man sich auch mal Pause gönnt. Und das ist auch hier wichtig. Und wenn die Kinder darauf achten, dann wird es für die Mutter eine große Freude sein. Dann denkt die Mutter, ach guck mal, meine Kinder, die achten darauf, dass es mir gut geht, die sorgen sich um mich, die wollen mir eine Freude machen damit. Und die Mutter freut sich daran, wenn die Kinder sie entlasten und ihr helfen. Und es ist auch für die Kinder selbst eine Freude. Sie haben Frieden im Herzen, sie haben eine Genugtuung und Freude bei den Kindern. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und das ist hier auch so, wenn das Kind sieht, wie die Mutter sich freut darüber, dass sie entlastet ist und dass sie sich mal hinsetzen kann und ausruhen kann und das Kind für sie gedacht hat, dann wird sich das Kind darüber umso mehr freuen. Und dann wird es umso lieber auch für die Mutter etwas tun, um ihr etwas Gutes zu tun. Ja, und deswegen will es Genugtuung im Herzen haben und auch Frieden im Herzen haben über diese Sache und auch Freude dabei natürlich. Auch im Himmel wird es Aktivitäten geben. Wir werden also nicht in den Himmel gehen und dann dort oben sich uns nur hinsetzen und nur faulenzen und da wird uns dann die Früchte in den Mund wachsen und in den Mund fallen. Nein, so wird das nicht sein. Aber im Himmel werden wir Aktivitäten haben, nur die werden nicht mehr uns so ermüden, wie sie dich hier manchmal ermüden. Also dieser negative Touch, der manchmal dabei ist, der ist dann nicht mehr da. Aber wir werden auch im Himmel etwas tun. Ein Zustand, ewig nichts tun, wäre kein Himmel für uns. Wir würden uns nicht wohlfühlen, wenn wir immer nur nichts tun würden. Das merkt man schon im Urlaub, wenn man manchmal im Urlaub ist und dann vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Wochen sich nur hinlegt auf die faule Haut und nichts tut. Irgendwann ist, genügt einem das nicht mehr. Irgendwann wird man wieder kribbelig und sagt, ja, irgendwas muss ich jetzt mal machen jetzt. Ne?
Das heißt, wir Menschen sind dazu angelegt, dass wir gerne etwas tun. Arbeit ist kein Fluch, Arbeit ist ein Segen. Deswegen ist im Himmel auch Arbeit da, Aktivitäten sind da. Und das tut uns dann auch gut im Himmel, dass wir auch etwas tun können. Nur etwas, dieses Tun, was wir im Himmel dann machen, dass wir uns dann nicht mehr erschöpfen, wie es uns hier oftmals dann zur Müdigkeit führt. Ein weiteres Zitat aus dem Buch, Wie führe ich mein Kind, Seite 197. Eine gewissenhafte Erledigung der häuslichen Pflichten, wie einfach und bescheiden die Aufgabe auch sein mag, ist wahrhaft erhebend. Das bringt Frieden, heilige Freude und heilende Kräfte. Es wird die Wunden der Seele und die Leiden des Körpers lindern. Herzensfriede wird allen Organen des Körpers frische Spannkraft verleihen. Interessant. Hier, das ist ein wichtiges Zitat. Hier sagt sie, wenn wir unsere häuslichen Pflichten gewissenhaft erledigen, wenn wir die Dinge getan haben, auch wenn sie einfach und bescheiden sind, dann bringt es Frieden ins Herz, Freude ins Herz. Es heilt uns sogar. Die Wunden der Seele und die Leiden des Körpers werden dadurch gelindert, geheilt. Das heißt, dass das uns gut tut innerlich. Und wenn uns das innerlich gut tut, dann hilft das auch, dass wir uns wohlfühlen. Und wenn wir uns wohlfühlen, dann hilft es auch, dass wir unsere Gefühle besser sind, dass unsere Gesundheit besser ist. Deswegen ist praktische Arbeit ist etwas, was gut ist für den Menschen, was er nicht irgendwie als niedrig oder als zweitrangig oder als unwichtig zur Seite tun sollte. Ja, das nächste Kapitel, Kapitel 59, das Lehren eines nützlichen Handwerkes. Kinder sollten ein Handwerk lernen. Jedes Kind sollte ein Handwerk erlernen. Auch wenn es vielleicht später mal als intellektuell irgendetwas tun möchte. Aber handwerklich etwas zu machen und geschickt zu sein, ist schon etwas Gutes. Lehrt sie den Gebrauch von Werkzeugen, wie man das anfasst und wie man das macht. Ich denke, die Jungs lernen das sowieso ziemlich schnell von ihrem Vater. Es sei denn, es gibt auch wieder zwei Extreme, wenn der Vater sehr geschickt ist und sehr tüchtig ist, dann ist es manchmal so, dass er sagt, komm, geh weg, das mache ich jetzt selber. Wenn er den Sohn gar nicht dran lässt, dann wird der Sohn nachher untüchtig. Dann kann er das gar nicht, weil er es nie gelernt hat bei seinem Vater. Deswegen sollte der Vater durchaus auch den Sohn mit anleiten, wie er das macht und auch machen lassen. Das Zweite ist, wenn der Vater selber nichts macht, handwerklich, wie soll der Sohn vom Vater was lernen, wenn er selber nichts kann oder nichts macht? Deswegen ist es wichtig, dass man auch da als Vater entweder sich selbst auch dazu motiviert, den Sohn auch anzuleiten, beziehungsweise auch, wenn man selbst geschickt und aktiv ist, den Sohn mitmachen lässt. Ausbildung in der Landwirtschaft ist vorteilhaft. Auch in der heutigen Gesellschaft sind Berufe, die handwerklich sind, auch in der Landwirtschaft zum Beispiel als Bauer, ist nicht mehr so hoch im Kurs. Da verdient man nicht viel und das ist sehr viel Arbeit und fast niemand mehr möchte heute Landwirt sein. Aber es ist umso wichtiger. Landwirtschaft ist sehr wichtig. Und gerade mit dem Boden zu arbeiten und auch hier körperlich zu arbeiten, ist etwas, was dem Menschen gut tut und was auch sehr viel für die Gesellschaft wichtig ist. Weil ohne Landwirtschaft haben wir nichts zu essen. Auch wenn immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, aber es ist nun mal ein Prinzip. Die Bibel sagt sehr viel über die Bedeutung der Landwirtschaft. Ja, das fing schon an bei Adam und Eva, kann man sagen, dass sie das Land bebauten und dass Landwirtschaft immer notwendig ist zum Leben und zum Überleben. Die Selbstversorgung ist von großem Vorteil. Wenn jemand in der Landwirtschaft arbeitet und vielleicht sogar ein größeres Grundstück hat, und dann sich selbst versorgen kann, ob das jetzt ein Bauer ist, der das beruflich macht oder wenn man das so auch nebenbei im Garten macht. Selbstversorgung ist was Gutes. Man weiß, was man hat. Man ist unabhängig auch in Krisenzeiten. Und man hat Arbeit, man hat Betätigung, man hat frische Luft, man hat Sonnenschein. Und man kann kreativ auch etwas sich bewegen. Und das ist auch wieder eine Goldgrube. Die Kultivierung des Bodens ist dabei wichtig. Das heißt, dass man auch überlegt, wie kann ich den Boden so düngen,
am besten mit natürlichem Dünger, dass er auch optimalen Ertrag bringen kann. Dass man den Boden auch überlegt, wie kann ich auch das so machen, dass auch die Mikrobakterien, die da drin sind, dass sie auch da nicht durcheinander kommen und wie man das alles so richtig gestalten kann. Das ist eine wichtige Sache. Oder wie man den Boden auch verbessern kann durch gewisse Zugaben und Hilfen. Ein weiteres Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, die Seite 199. Unsere Schulen sollten zusätzlich zu geistiger und sittlicher Ausbildung beste Möglichkeiten für körperliche Entwicklung und handwerkliches Training bieten. Unterricht sollte in Landwirtschaft und praktischen Gewerben erteilt werden, mit möglichst breitem Angebot. Das Gleiche gilt für Haushaltsführung, gesunde Ernährung, Schneidern, Wiederherstellung gesunder Kleidung, in Krankenpflege und Kindererziehung. Gärten, Werkstätten und Behandlungsräume sollten eingerichtet werden. Interessant. Das ist etwas, denke ich, wo wir auch mit unseren statistischen Schulen noch ein bisschen hinterher sind. Wir haben vielleicht, wenn wir eine Schule gründen, eine Grundschule fängt man erstmal an, da hat man einen Schulgarten dabei, das ist schon mal was Gutes. Aber man sollte eigentlich auch, wie Ellen White hier sagt, wenn man in weitere führende Schulen kommt, sollten die Kinder auch unterrichtet werden in Landwirtschaft, praktischen Gewerben, ja, Haushaltsführung, gesunde Ernährung, Schneidern, Herstellung von gesunder Kleidung, Krankenpflege, Kindererziehung, Gärtnern. Das sind alles Dinge, die man in der Schule lernen sollte. Und da muss man sich überlegen, wie können wir auch hier unseren Kindern eine Ausbildung geben, während der Schulzeit, dass wenn sie von der Schule weggehen, sie auch gleichzeitig auch handwerklich schon hier das und jenes tun können und da ausgebildet sind. Es heißt dann noch weiter in dem Zitat, jeder junge Mensch sollte, wenn er die Schule verlässt, Kenntnisse erlangt haben, mit denen er durch ein Handwerk oder einen anderen Beruf seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist interessant. Unser Schulsystem ist so, dass man sagt, okay, du lernst 9 Jahre oder 10 Jahre oder 12 oder 13 Jahre, je nachdem, ob du jetzt mittlere Reife machst oder Abitur oder so weiter. Und dann fängst du erst eine Berufsausbildung an. Das ist also vollkommen getrennt. Ellen White sagt hier, nein, schon in der Schule sollte auch eine Ausbildung dabei sein. Das heißt, dass es sogar möglich wäre, dass wenn ein junger Mensch die Schule verlässt, dass er dann sogar seinen Lebensunterhalt mit einem Handwerk verdienen kann. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass man das Gleiche hat wie eine dreijährige Lehre und Berufsausbildung, aber dass man doch schon so weit geschickt ist und darin Kenntnisse hat und Fähigkeiten hat, dass man schon seinen Lebensunterhalt damit verdienen könnte, wenn man wollte. Jesus ist uns ein Vorbild für geduldigen Fleiß. Schon als Kind hat er mitgearbeitet, uns beim Josef in der Werkstatt und hat ihn sicherlich vieles gefragt und mitgeguckt und mitgemacht. Und er war fleißig und geduldig. Und er hat als einfacher Zimmermann viele, viele Jahre hier gearbeitet. Fleiß in unseren täglichen Pflichten ist wichtig, dass wir da fleißig sind. Auch wenn niemand zuschaut, sollten wir unsere Arbeit sorgfältig erledigen. Wir tun es ja nicht nur für die anderen, wir tun es, weil es generell gut und wichtig ist und weil wir es auch für Gott tun. Und wenn wir unsere Arbeit für Gott machen, dann sollten wir in allen Dingen sorgfältig sein und das gut machen. Auch bei einfacher Arbeit und bei Kleinigkeiten sollten wir zuverlässig sein. Denn Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Wer im Kleinen untreu ist, wird auch im Großen untreu sein. Das heißt, dass wir schon bei Kleinigkeiten uns angewöhnen sollten, die Sachen richtig zu machen, gut zu machen, zuverlässig zu machen. Und dann wird es auch in mittleren und in großen Dingen genauso uns ergehen. Ja, Kapitel Nummer 60. Die Gesetze des Lebens kennen und beachten. Hier geht es auch wieder um den Körper, wie wir unseren Körper gesund halten können und stark halten können. Wir sollten über das Wunder unseres menschlichen Körpers Bescheid wissen. Wir sollten wissen, ja, was es hier gibt. Ja, hier mache ich so ein Modell. Ja, wo ist die Lunge, wo ist das Herz, wo ist die Leber, wo ist der Magen, wo ist der Darm und wo sind die ganzen Organe? Und was die Organe auch für eine Funktion haben und was sie auch, was man tun kann, um sie auch zu stärken und zu unterstützen. Das harmonische Zusammenwirken der einzelnen Organe sollte studiert werden. Alles, was die körperliche Gesundheit fördert
unterstützt auch die Entwicklung eines starken Geistes und ausgewogenen Charakters. Das sind wichtige Prinzipien. Wenn ich einen guten Charakter haben möchte, einen ausgewogenen Charakter, dann brauche ich eine gute, stabile Gesundheit. Und dann kann ich auch gut denken, geistig und auch geistlich dann gut Dinge erkennen und auch mit Gott verbunden sein. Viele Christen wollen nicht nach den Gesundheitsgesetzen leben. Sie haben zwar erkannt, dass es gewisse Prinzipien gibt, nach denen man leben sollte, gerade diese 8 Punkte, diese Startpunkte. Ja. Aber viele sagen sich dann, naja, das ist mir zu anstrengend und das will ich nicht und ich will doch nicht auf mein Fleisch verzichten oder auf das und jenes, auf meinen Bohnenkaffee. Und dann tun sie einfach, was sie wollen und richten sich nicht nach den Gesundheitsprinzipien. Aber was Gott uns sagt, ist ja nicht einfach nur, weil er uns den Spaß an der Freude nehmen will, sondern Gott sagt es ja, weil es uns gut tut. Und wenn wir das weitermachen, falsch weitermachen, dann hat das Konsequenzen oftmals. Manchmal nicht sofort, aber manchmal mittelfristig oder langfristig. Deswegen, wenn Sie dann krank werden, korrigieren Sie nicht Ihre Fehler, sondern bitten um Gottes Segen. Und wenn Gott dann nicht antwortet und nicht heilt, dann sagen Sie, ja komm, warum ist Gott so unbarmherzig und so hart, dass er nicht mir hilft in meiner Krankheit? Aber oftmals ist es so, dass Gott Ihnen sagt, hör mal zu, ändere dein Lebensstil. Und dann bin ich auch bereit, dich gesund zu machen. Denn wenn Sie Ihr Lebensstil nicht ändern und Gott würde Sie gesund machen, dann würden Sie ja nach kurzer Zeit wieder krank werden, wenn Sie genau das Gleiche weitermachen, wie Sie vorher gemacht haben. Und dann werden Sie durch diese gleiche Handlungsweise wieder genauso krank werden. Also würde es im Endeffekt nicht viel nützen, wenn Gott Sie gesund macht. Also sollte man, wenn man krank wird, auch überlegen, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwo vielleicht Fehler, die ich korrigieren sollte? Und dass ich auch, wenn ich um Gesundheit bitte für Gott, dass Gott mich auch segnen kann. Ja, man sollte auch über vorbeugende Maßnahmen sich erkundigen, darüber studieren, was kann man tun, nicht erst, wenn man krank ist, sondern wie kann man sich gesund erhalten. Und das ist natürlich auch gut in der Frage von Ernährung, von Bewegung, frische Luft und diese ganzen Punkte, was kann man da tun. Und auch Kinder sollten lernen, von der Ursache auf die Wirkung zu schließen. Das heißt, wenn ich das tue, was hat das für Auswirkungen? Wenn ich mich so verhalte, was hat das für Auswirkungen? Manchmal muss man nur aufpassen, dass man bei den Rückschlüssen da vorsichtig ist. Denn wenn man zum Beispiel sagt, okay, Rauchen erzeugt Lungenkrebs, dann ist das eine Sache, die sicherlich richtig ist. Aber man darf niemals sagen, wenn jemand Lungenkrebs hat, muss er also ein starker Raucher gewesen sein. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Menschen, die Lungenkrebs bekommen haben, die nie im Leben geraucht haben. Deswegen, man darf niemals die Rückschlüsse machen bei der Ursache- und Wirkung-Prinzip. Aber man kann immer wieder sehen, dass unserem Leben das eine gewisse Ursache, eine gewisse Wirkung erzielt. Unsere Fortbildung hört nie auf. Das beginnt mit der Mutter zu Hause als Kind, dass man hier Schulung bekommt über die Gesundheitsgesetze, über seinen Körper. Das geht in der Schule weiter, dass man in der Schule dann lernt, in Biologieunterricht, wie der menschliche Körper zusammengesetzt ist und wie man ihn pflegen kann und wie man auch da das Gute tun kann. Und auch nach der Schule sollte man sich weiterbilden, um seine Gesundheit auch optimal zu erhalten. Ich denke, was die Bibel uns zeigt über Gesundheit, ist wichtig, dass man gewisse Fleischsorten nicht essen soll und das jenes und dass man seinen Körper pfleglich behandeln soll. Aber ich denke, es geht heute darüber hinaus, dass man auch überlegt, wie kann ich auch in der Ernährung mich so optimal ernähren, dass mein Körper gesund ist. Es genügt nicht, die Tatsachen zu kennen, wir müssen sie auch ausleben. Und das ist einfach so, dass man überlegt, wo habe ich noch Schwachpunkte, wo kann ich was verändern in meinem Leben, dass ich das auch in die Tat umsetze. Von Rezeptbüchern wird kein Mensch satt. Das heißt, wenn ich nur die Theorie habe und weiß, wie ich kochen kann, wie ich backen kann und mir die Rezeptbücher ins Regal stelle, das hilft noch nicht, dass ich dann wirklich Essen auf dem Tisch habe oder Kuchen auf dem Tisch habe, sondern man muss es in die Praxis umsetzen. Und so ist es auch mit den Gesundheitsprinzipien. Sie nützen mir gar nichts, wenn ich sie weiß, wenn ich sie im Kopf habe, sondern ich muss sie umsetzen. Erst dann werden sie auch sichtbar und auch sinnvoll. Die Naturgesetze sind Gottes Gesetze, so wie die 10 Gebote. Und wenn ich die Grundgesetze übertrete, die Naturgesetze übertrete, dann ist das genauso Sünde und Übertretung des Gesetzes wie die 10 Gebote
übertreten zu haben. Ja. Wir sollten regelmäßige Essens- und Schlafenszeiten haben, vor allem auch Schlafenszeiten vor Mitternacht. Studenten brauchen ausreichend Schlaf, das ist ganz wichtig. Neil Nettle erzählte mal, als er studiert hat, Medizin studiert hat, das ist ein adventistischer Arzt in den USA vom Weimar College, erzählte er, dass seine Kommilitonen bis weit in die Nacht hinein gelernt haben. Und je näher die Prüfung kam, desto länger haben sie nachts gelernt, um da auch alles in den Kopf reinzukriegen. Und er ist immer am Abend um 9 Uhr ins Bett gegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt ins Bett. Und die haben ihn ausgedacht und gesagt, wieso gehst du ins Bett? Du musst doch lernen für die Prüfung. Die Prüfung kommt bald. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich lerne morgen früh. Er ist dann früher aufgestanden, sehr früh aufgestanden und hat dann morgens gelernt. Und er sagte, dieses früh ins Bett gehen hat bewirkt, dass er so gut sich die Dinge merken konnte, dass er den anderen weit überlegen war nachher in den Prüfungen. Von daher also, gerade ausreichend Schlaf ist wichtig, damit man sich die Dinge auch merken kann. Denn gerade die Stunden vor Mitternacht sind dafür da, dass das, was wir im Kurzzeitgedächtnis haben, ins Langzeitgedächtnis übertragen werden kann. Und wir dann uns Dinge viel besser behalten können, die wir auswendig gelernt haben oder die uns wichtig sind. Falsche Gewohnheiten verringern die Empfänglichkeit für biblische Anweisungen. Das ist interessant. Weil Satan das weiß, versucht er uns natürlich zu falschen Gewohnheiten zu verführen, damit wir denn die biblischen Anweisungen nicht mehr verstehen und auch nicht mehr tun wollen, umsetzen wollen. Deswegen sollte man überlegen, wo kann ich noch was drehen, wo kann ich meine Gesundheitsvorsorge noch optimieren. Auch eine aufrechte, gerade Körperhaltung ist wichtig. Ja? Und auch die Atmung. Atem- und Sprechtechnik sind wichtig, dass man den Bauchatmung hat. Ja? Hier habe ich so eine Grafik, dass man hier auch nicht nur die Brustatmung hat, die meistens sehr flach ist, sondern dass man auch bei der Bauchatmung das Ferchfell rauf und runter geht und auch den Bauchraum mit dazu benutzt. Und diese tiefere Atmung ist, denke ich, gut und wichtig für die Gesundheit auch. Der Lehrer sollte seinen Schülern richtiges Atmen zeigen und mit ihnen einüben. Es geht also nicht nur um das Wissen, sondern auch, dass man Atemübungen durchführt und dass die Schüler das dann auch in der Praxis zu Hause auch umsetzen können. Hygienemaßnahmen sind wichtig. Das heißt, dass man sich sauber und rein hält. Sauberer Körper, Sonnenlicht, richtiges Lüften, saubere Küche, geschmackvoll dekorierter Tisch, gesundes Essen. Das sind alles Hygienemaßnahmen, die uns helfen, dass wir gesund bleiben, dass unser Körper was Gutes tun, dass er stark ist und gesund ist. Hier haben wir dieses berühmte Zitat, was sehr viel zitiert wird aus dem Buch Ministry of Healing. Hier zitiert in dem Buch, wie führe ich mein Kind, Seite 204, 205. Frische Luft, Sonnenlicht, Mäßigkeit, Ruhe, Bewegung, richtige Ernährung, Wasseranwendungen und Vertrauen in die Kraft Gottes. Dies sind die wahren Heilmittel. Jeder sollte wissen, welche Heilmittel die Natur bietet und wie man sie anwendet. Das sind diese 8 Heilfaktoren. Frische Luft, Sonnenlicht und Bewegung. Die kann man meistens gleichzeitig draußen machen, wenn man Sport macht, im Garten arbeitet oder wie auch immer. Ja? Mäßigkeit heißt Selbstkontrolle, dass man die schädlichen Dinge weglässt, wie Alkohol, Tabak, Bohnenkaffee und so weiter. Und dass man die guten Sachen nur im Maßen, ausgewogen, zu sich nimmt oder auch praktiziert. Ruhe, genügend Schlaf, Bewegung, richtige Ernährung, gesunde Ernährung, Wasseranwendungen, sowohl trinken als auch von außen, Wickel und Bäder und Güsse und so weiter. Und natürlich Vertrauen in Gott, in die Kraft Gottes. Man kann sich das so folgendermaßen vorstellen. Diese 8 Punkte sind alle wichtig. Wenn ich jetzt überlege, wo sollte ich in meinem Leben was verändern, dann sollte man da was verändern, wo man am schlechtesten abschneidet. Man kann sich das wie so ein Fass vorstellen. Ein Fass hat ja so verschiedene Latten. So, ja, verschiedene. Und wenn die jetzt also von unten nach oben gehen und wenn die jetzt verschieden lang sind bei einem Fass, einige sind ganz bis nach oben, einige sind vielleicht nur bis zur Mitte,
Wenn ich das Wasser in das Fass reinschütte, dann kann das Wasser nur so hoch stehen, wie die niedrigste Latte hoch ist. Und so ist es auch mit unserer Gesundheit. Unsere Gesundheit ist nur so gut wie der niedrigste Punkt von diesen 8 Dingen. Deswegen, wenn ich vielleicht an einem dieser Punkte sehr wenig mache oder gar nichts mache, dann kann es sein, dass ich meine Ernährung noch mehr optimiere und noch mal ein 0,5% verbessere. Aber das bringt fast gar nichts, wenn ich in einem anderen Punkt sehr viel schlechter abschneide. Deswegen sollte man überlegen, wo ist bei mir der niedrigste Punkt, der am weitesten von dem Optimalen abweicht. Und den sollte man verändern. Und dann wird die Gesundheit ganz schnell sehr stark positiv verändert werden. Deswegen, das sollte man mal sich selbst hinterfragen und überlegen, seine Gewohnheiten und was man da machen kann. Noch ein Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 205. Unser Körper ist Christi erkauftes Eigentum und wir können damit nicht umgehen, wie es uns passt. Alle, die die Gesundheitsgesetze kennen, sollten diese Anweisungen auch befolgen. Gehorsam gegenüber den Gesundheitsgesetzen muss zur persönlichen Verpflichtung werden. Wir selbst müssen unter den Folgen übertretener Gesetze leiden. Denn wir müssen uns persönlich vor Gott für unsere Gewohnheiten und unsere Art zu leben verantworten. Deshalb heißt die Frage für uns nicht, wie macht es die Welt, sondern wie soll ich persönlich meinen Körper behandeln, den Gott mir gegeben hat. Ein ganz wichtiger Punkt. Meistens orientieren wir uns nach den anderen und gucken, was machen denn die anderen? Und dann machen wir das nach. Aber wir sollten hier nicht fragen, was macht die Welt, sondern was möchte Gott, was ich tun soll? Wo kann ich das noch verbessern? Wie kann ich meinen Körper so behandeln, wie Gott es möchte? Und weil ich auch eine Verantwortung vor Gott habe, wie ich ihn behandle. Deswegen ist es gut, dass wir uns Gedanken machen über unsere Gesundheit. Natürlich gilt das für uns, aber auch für unsere Kinder. Denn wir sind wieder ein Vorbild für unsere Kinder. Wenn die Kinder sehen, wie wir mit unserem Körper schlecht umgehen, wie sollen sie das hinterher besser machen können? Deswegen sollten wir da Vorbilder sein, aber auch den Kindern, die Kinder lehren, wie sie auch gesund sein können, ihren Körper beachten können und das auch in die Tat umsetzen. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast, dass du damals Adam und Eva geschaffen hast, aber auch, dass du jeden von uns gemacht und gewollt hast. Hab Dank, dass wir einen Körper haben dürfen, der es hilft, dass wir auch durch den Körper dir die Ehre geben, dass wir ihn nicht misshandeln, sondern dass wir mit ihm so umgehen, dass wir gesund sein können, dass wir dir die Ehre geben und dass du in uns wohnen kannst. Und Herr, zeig du uns, wo wir Dinge in unserem Leben verbessern und verändern können, dass wir noch besser dir dienen können, dass wir auch für unsere Kinder ein Vorbild sein können und dass du uns segnest. Herr, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass wir alles aus deiner Gnade, aus deiner Hand nehmen und dass wir so viel Einsichten haben in dieses Thema und dass wir auch so viele Möglichkeiten haben, durch natürliche Mittel uns gesund zu halten und gesund zu bleiben. So segne du uns und bleib bitte bei uns. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung zum nächsten Thema. Thema 14, Bewahrung körperlicher Leistungsfähigkeit. Ich kann dir versprechen, das wird ein interessantes und spannendes Thema werden. Schaut schon mal rein in das Buch und lest schon mal durch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Kommt alle gut nach Hause.